Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Das dürfte mir nicht nachsehen. Ich muss immer so ein bisschen grinsen, wenn ich so ganz alleine hier sitze und in die Kamera gucke und eigentlich ja mit euch spreche. Aber um was geht es eigentlich in der Folge? Pimp und Boost, ja. Ihr habt sicherlich auch schon gesehen, dass es dieses ein Gem-Event hier gibt. Und das beantwortet auch gleich die nächste Frage. Ich werde immer wieder gefragt, warum spielst du den Client auf Englisch? Ich lese halt sehr, sehr viel in Englisch. Ich bin es auch so ein bisschen gewohnt, im Englischen zu lesen, so will ich es mal sagen, und manchmal auch leider zu sprechen, wenn ich es auch nicht sehr gut kann, aber man kann mich dann irgendwie verstehen. Aber die Registerkarte zum Beispiel For You, die gibt es im deutschen Client nicht. Das habt ihr bestimmt schon mal gemerkt. Oben gibt es ja so drei Registerkarten, 1, 2, 3, also For You, Events und die News. Und die gibt es im deutschen Client nicht. Da gibt es halt nur die News und die Events. Die unterscheiden sich natürlich auch ein bisschen. Hier gibt es dann eher weniger deutsche News, gar keine Frage, sondern so ein bisschen internationaler. Und bei den Events ist das halt auch nur in Englisch. Das ist 1:1. Aber der ein Gamboost hier, nutzt ihr den auch? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr den nutzt. Ich meine, ich nutze ihn jetzt auch bei meinen kleineren Dörfern oder bei den Dörfern, die es eigentlich gebrauchen können. Das mache ich nicht beim 12er und auch nicht bei meinem maxten 9er. Wobei der noch zwei helle Level machen muss. Ich glaube, da habe ich aber heute dann auch mal die dunklen Bohrer angestoßen beim Schief. Barfuß habt ihr jetzt schon länger nichts mehr gehört. Der ist irgendwo autark und clanlos. Den muss ich noch loswerden für die Liga. Und aber ich nutze den Boost auch in diesem kleinen Dorf. Ich meine, das ist jetzt so ein Dorf, wie ihr das so ein bisschen kennt. 10er Helden. Ich habe endlich die Queen auf 10. Dank der dunklen Rune und dank einem Heldenbuch, was es ja noch hier in der Zeitleiste gab. Hier bei den Rewards. Ich habe auch exakt die 2,6 auf dem Kopf. Also hier gab es ja nochmal ein Buch. Und so konnte ich jetzt meine Helden immerhin auf 10 machen, beziehungsweise wenigstens die Queen. Denn mit einer netten Potion kriege ich die auf 15. Das verkenne ich auch immer wieder. Die gibt es ja immer mal wieder. Und ich habe aber auch nur noch 3 Stück. Also ich könnte jetzt meine Helden auf 15 pimpen. Zum Farmen hier mache ich das mal nicht. Ich habe aber gerade gesehen, es gibt einen Clankriegsangriff. Und wenn ich schon mal live bin, dann nehme ich den mal mit. Oh, okay. Da habe ich dem Brandon eben gesagt, er soll ein bisschen scouten und vielleicht sich den Bonus holen. Mal sehen, wie er das schafft hier. Als Rathaus 9, also auch er nutzt hier nicht den Machttrank. Ich glaube, für so einen Angriff musst du den Machttrank nicht nehmen unbedingt. Es sei denn, du willst hier oben jetzt wirklich irgendwie den Bonus holen. Er geht hier mit Bola Hexen rein, das heißt also Bola in seiner Clanburg. Der Drache ist schon mal schön gestorben dann. Oh, da geht ja noch ein bisschen was hier am Rathaus. Donnerwetter. Na, die Päckerdame. Mach das Rathaus, mach das Rathaus. Ja. Schafft er. Ja, geschafft. Wunderbar. Ja, so geht's. Geile Sache. Donnerwetter, das freut mich. Ja, das freut mich. Das hat funktioniert. 42%. Hier gehen noch ein paar Prozent. Also 2 Sterne, denke ich mal, werden das hier. Das ist eine coole Sache. So kann man das als Rathaus 9 vor allen Dingen machen. Sich einfach mal ein bisschen Bonus mitnehmen. Und hier vielleicht, er hat die Clanburg gelockt. Jetzt wissen wir alle, was in der Clanburg ist. Oh, schade, die Riesenbombe. Die tat gerade weh. 47%. Ob das noch was wird hier? Sind noch ein paar Hexen dabei. Das Lager. Ah, oh, das wäre schade. Das war eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Angriff. Die Riesenbombe hat es jetzt ein bisschen vermasselt. Aber noch sind die Hexen hier dabei. 48, aber das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen sportlich. Schade auch. Ah, ist eigentlich schade. 48%. Ich meine, hat er sich seinen Bonus geholt. Und er konnte halt weiter unten nichts mehr machen. Also so kann man es machen. Passt schon so. Alles cool. Der Clankrieg ist noch alles offen hier. 3 Stunden. Ne, was haben wir noch Zeit? 2 Stunden 41. 3 Stunden waren es eben. Aber um nochmal auf die Helden zurückzukommen. Also ich pimpe die Helden dann auch, wenn es so richtig wichtige Clankriege sind oder wahrscheinlich jetzt auch zur Liga. Das Doofe ist, du bekommst halt gerade die Heldenpotion und auch die Machtpotion, damit deine Truppen Max sind, leider nicht im Shop. Das finde ich eigentlich ein bisschen, ich meine, Supercell weiß schon, warum sie das machen. Aber hier gibt es halt nur die Ressource Potion und die Bilder Potion. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Naja, sei es drum. Muss man halt mit seinen etwas kleineren Helden etwas machen und ich werde das auch machen. Mit einer gewissen Armee hier. Ich muss auch noch ein Event spielen. Schaffe ich eh nicht mehr mit allen Accounts. Aber ich finde das immer niedlich, wie sich die Hobbys jetzt gleich freuen, wenn ich sie denn einsetze. Ne? Wie die schön in ihren Lagern springen. Und ja, dann, ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Geschehen. Ihr seht, ich bin heute mal am Tabby. Auch eher selten, aber muss ich immer mal wieder zwischendurch machen. Und vor allen Dingen, wenn ich mit dem jetzt so ganz hart fahren will, dann ist das schon ganz, ist das, glaube ich, ein bisschen netter, wenn wir im Tablet sind.
Etwas länger gesucht, aber dennoch gefunden. Wir haben hier unseren Gegner. Der sieht ganz so ähnlich aus wie ich, wenn ihr das mal beobachtet. Hat auch noch die X-Bogen auf 1 und hat auch so ähnliche Helden. Ist schon ein bisschen weiter mit dem King. Macht aber nichts. Ihr seht, was ich für eine Truppe am Start hat. Das ist eigentlich, ist es so ein bisschen CK-Truppe. Also auch das mache ich immer mal wieder. Ich gebe auch immer ein bisschen Dunkles dafür aus. Auch wenn ich das Dunkle jetzt brauche für meine Helden nach wie vor. Aber man farmt eigentlich immer genug Dunkles ein bisschen mehr, sodass du ein bisschen Gewinn machst. Und ich denke mal, mit 2,7 sind wir hier gut zugange. Ich habe ein paar Bowler in der Clanburg, also für solche Taktiken sind Bowler immer ganz nett. Wir setzen hier mal einen vorsichtigen Riesen vorweg. Unsere Heiler dahinter. Und oh, da hat es gleich den ersten Heiler erwischt. Okay, das macht aber nichts. Eigentlich funnelt man hier so ein bisschen anders, nämlich damit. Aber ich kann hier ruhig meine Magier mitnehmen. Die müssen jetzt nicht unbedingt clean abspielen. Hier hinten. Hält. Ja, ihr braucht da nicht reingehen. Okay. Oh, ich habe. Alter, wieso? Oh, ich habe jetzt 3 Wutzauber dabei. Ja, okay. Jetzt habe ich 3 Wutzauber dabei und nur einen einzigen Heilzauber. Ja, natürlich auch mal richtig uncool. Okay, dann müssen wir uns hier erstmal richtig durchwuteln. Dann müssen wir uns hier richtig durchwuteln mit unseren Helden. Bevor ich jetzt meine Hogs auf die Reise schicke. Da muss ich jetzt erstmal sehen, wo ich das eigentlich mache. Ich glaube, ich komme mal hier so ein bisschen mit meinen Hoggies rein. Und hier nehme ich nochmal die Queen erstmal in Wut. Ich habe ja jetzt echt nur einen Heilzauber. Okay, das ist jetzt mal erstmal ultra dösig, aber okay. Die können sich hier erstmal durchschlagen und ich glaube, auf dem Flächenschaden, der lauert jetzt hier, muss ich meinen nächsten Gift nehmen. Einmal den einen Hog noch von hier hinten. Und wow, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Meine Low Queen hat jetzt allerdings gerade. Okay, die hatte eigentlich hatte die auch was ganz anderes anvisiert, oder täusche ich mich da? Meine Hogs sind noch gut dabei. Die Defensive hier ist noch nicht ganz auf Max Rathaus 9, aber ich denke mal, so kann man das machen. Und ihr wisst ja, das Dörfchen hier ist jetzt nicht so das pralle Dorf, egal ob in CK oder zum Farm. Ich meine, zum Farm ist ideal. Allerdings muss dann auch schon so eine nette Truppe wie ich jetzt gerade am Start haben. Also so mit Barge oder so, wenn hier hinten nichts voll ist, dann funktioniert das nicht. Mein King ist jetzt noch zündbar, also ganz locker. Ich mag das hier. Ich mag das auch genauso zu farmen, auch wenn ich manchmal ein paar Pokale natürlich gewinne, immer mal wieder ein bisschen verliere, weil ich natürlich auch mal ein bisschen was verbocke, wo ich dann meine, du musst unbedingt hier jetzt die Zehner reißen und dann verkacke ich total. Das ist dann wieder ein bisschen überschätzend, aber hier sind es jetzt noch die Riesen, jetzt gehen sie da endlich durch und die Queen hat das auch erkannt, auch nicht schlecht, aber ich kann meinen King hier noch zünden, damit habe ich jetzt noch mal ein paar Truppen mehr hier in der Base. Ist da wohl noch eine Falle? Ah, da ist auch keine Falle mehr. Okay, da ist keine Falle mehr und oh, King und Queen haben cool überlebt, muss man sagen. Also immer noch eine gute Taktik kann ich euch auch im CK empfehlen, auch mit kleineren Helden. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, etwas mit Hogs zu machen oder auch ein Golaloon, habe ich jetzt hier im CK gemacht. Ist mir nicht ganz gelungen. Mir fehlen am Ende immer so ein kleines bisschen die Prozente, muss ich sagen. Ist auch ein bisschen ärgerlich. Da gibst du dir schon so Mühe, dass du den Hund schon auf 2 hast, die Hogs auf 5 hast. Okay, meinen Golem habe ich jetzt noch nicht so hoch. Aber meine Riesen sind halt auf dem Spielelevel, nur meine Helden sind halt nicht so hoch. Ich muss halt das Beste oder das möglichst Beste daraus machen. Und den haben wir aber gepackt. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen Golaloon hinterher. Ich muss mal eben sehen, welche Armee ich dafür ausbilden kann. Ich glaube, die kann ich dafür ausbilden. Wir nehmen das so. 4 Eilzauber nehme ich mit. Und da muss ich allerdings jetzt gerade Jungs hier wegmachen. Aber oh, was fehlt mir denn jetzt da? 10, 10, 10. Aber oh, was fehlt mir hier? Hier fehlen mir ein paar Hogs. Ah, shit. Ich habe irgendwas verspendet. Scheiße. Okay. Die muss ich jetzt eben mal wegmachen. Und ich glaube, ich habe eben so ein bisschen was verspendet. Deswegen ist hier jetzt schon einer reingekommen. Ah ja, okay. Einer geht noch. Nee, nicht einer geht noch, sondern einer geht da noch. Wir nehmen hier einen Magier mit. Dann haben wir das mal so. Hier nehmen wir den Hock raus. Und dann machen wir hier einen gepflegten Golaloon. Ich muss immer ein bisschen mehr, leider, ich muss immer etwas mehr Magier noch mitnehmen, weil ich halt noch nicht so stark bin, was die Helden angeht. Hast du etwas stärkere Helden, kannst du auch etwas weniger Magier mitnehmen, weil du dann unheimlich viel mit den Helden reißt. Ich habe jetzt auch gar nichts an großartig Clean-Up. Ah, das ist ein bisschen doof. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. So müsste es passen. Ah, nee, da können wir noch mal 2 von denen mitnehmen. Dann nehmen wir noch einen Golem mit. Mal sehen, ob der auf 2 geht. Mit Potion geht er ja auf 4. Das ist dann schon mal nicht schlecht. Ja, aber Hunde sind bei mir auf 2. Die Loons sind auf 6. Und dann lassen wir eben mal die Truppe nachbauen. Ich fordere mal an. Dann machen wir in jedem Fall noch. Natürlich machen wir ein paar Angriffe. Zwar jetzt nicht gepimpt, aber
meine Minen und Sammler sind geboostet und insgesamt kostet das ja nur, also 7 Sammler Gold, 7 Sammler Elex sind 14 Gems, 2x 7 und dann noch die 2, ich habe ja nur 2 Bohrer plus 2, das sind 16 Gems, das glaube ich kann man 3 Tage lang mal machen, denn das ist eigentlich das Coole. Die kriegt man irgendwie ja, glaube ich, auch wieder raus hier. Wir können jetzt mal gucken, ob ich jetzt 16 Gems hier, ich habe jetzt ein paar Tage auch nicht gesammelt, hier einfach wieder rauskriege. Dann habe ich das schon wieder drin. Ja, also von daher 219. Da ist schon mal einer. Okay. Da sind es 4. Also ich zähl eben mal zusammen. 4, 5, 6. Oh, 4, 5, 6. Okay. Da ist nichts drin, alles klar. Oh, so viel war das denn doch nicht. Da muss ich einmal hier ins Dunkeldorf reingehen. Oh, hier habe ich noch gar nichts gemacht. Hier kann ich noch abholen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier gerade kriegen. 3, hier war ich also auch schon einen Tag nicht sauber. Toto bespielt seine Accounts eher schwach. Da kam nichts raus. Okay, jetzt haben wir nicht ganz alle rausgeholt. Aber irgendwie so geht das. Und ich will jetzt eben mal die Bowle anfordern. Und da machen wir noch ein AG. Da muss ich sogar meinen Kaffee für an der Seite legen. Entschuldigt bitte. Für so eine Base muss ich einfach meinen Kaffee an der Seite legen. Aber es ist eine aktive Base hier, oder? Ja, X-Bogen sind noch geladen, aber sind auch auf Level 2. Das geht noch. Die Luftabwehren stehen allerdings sehr gut. Das heißt also, ich werde ein bisschen Probleme mit meinen Riesen jetzt bekommen. Aber ich habe jetzt zumindest die passenden Zauber dabei. Und das Doofe ist, hier unten ist die Clanburg. Eieieiei, wie machen wir das denn mal? Ich versuche mal, okay, das geht. Wir nehmen als erstes mal die beiden Helden raus, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir nehmen die beiden Helden mal raus. Ich habe übrigens gesehen, dass auch meine Heiler noch gar nicht auf 4 sind. Meine Heiler sind noch gar nicht auf 4. Das ist natürlich auch nicht so prall, aber ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt können die nach da gehen. Da kümmert sich der Babydrache, denke ich mal, rum. Jetzt habe ich auch, ich bin ja völlig mauerbrecherlos jetzt. Deswegen müssen wir jetzt hier mal kurz mit dem anderen Baby so ein bisschen funneln. Und können allerdings... Ah, da die Riesenbombe. So ein Glück. So ein Glück für uns. Und wo sind die Heiler jetzt drauf? Da sind die Heiler drauf. Die Heiler müssen auf den Riesen bleiben, dass die sich hier durch die Base bohren. Der King kann ruhig außenrum gehen mit dem Bolan. Die machen mir in jedem Fall noch so ein paar Gebäude da weg. Das ist ganz gut. Mit dem Hockpart komme ich dann etwas später. Wo ist denn eigentlich meine Queen? Wo ist meine Queen? Die lebt noch, sehe ich da, aber wo lebt sie? Ich weiß. Ach, die geht hier auch außen rum mit dem Hündchen. Alles klar. Die geht mit dem Babydrachen. Entschuldigt bitte. Die geht mit dem Babydrachen hier rein und ich würde sagen, wir safen hier ein bisschen unsere Queen. Ich würde sagen, wir safen unsere Queen ein wenig. Und hier ist der Flächenschaden. Da ist der erste Flächenschaden. Der muss weg. Können wir hier noch ein bisschen. Ach, jetzt hat er da so einen Außentesla. Ah ja, ja, jetzt hat er da so einen Außentesla. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Auch die Base hier, glaube ich, war jetzt nicht. Ja, da haben wir lange genug jetzt mal gewartet mit unseren Truppen hier. Vor allen Dingen, oh, hier hinten ist natürlich noch der böse Bombenturm. Der macht nochmal ein bisschen Schaden, aber ist nicht so schlimm. Jetzt geht es schon zum Cleanup. Ah, coole Sache. Das ist ja mal richtig Loot gewesen hier. Also richtig krass. Und ihr seht schon, ich hole in jedem Fall viel, viel mehr, als das jetzt die Hogrider hier als dunkle Truppe gekostet haben. Und ich werde auch wieder ein paar Pokale verlieren, aber es ist ja jetzt erst Liga anfangen oder Saison anfangen. Das heißt also, viele, die jetzt heute Abend, so wie er hier wahrscheinlich, erst nach Hause kommen oder so, die werden dann sehen, ach du Scheiße, jetzt habe ich mal ein bisschen was verloren. Ja, hat er mal ein bisschen was verloren, aber nichtsdestotrotz machen wir noch ein AG. Ich baue allerdings diese Truppe einfach mal nach. Der nächste AG wird natürlich mal Luft werden, sonst wird es mir auch ein bisschen zu langweilig. Also immer mal wieder so ein bisschen wechseln. Und dann wird das hier sicherlich. Wir fordern die Bola hier nochmal an. Dadurch geht mein Spendenverhältnis zwar in den Keller, aber das ist nicht so schlimm. Dritter Angriff aus der Luft. Okay, Leute, ich will jetzt angreifen. Ich wäre nämlich jetzt fast eben gerade eben verrückt geworden. Ich meine, ich bin verrückt, aber ich wäre jetzt eben nochmal verrückt geworden. Ich sage euch gleich, warum. Es ist mal wieder echt unglaublich. Aber egal. Okay, wir gucken mal, wie weit wir mit einem Golem kommen. Wir gucken mal, wie weit wir mit einem Golem kommen. Denn, wo sind meine Mauerheinis? Da, ich glaube, der Minenwerfer sollte noch ein zweites Mal schießen, dass ich meine Mauerheinis hier in jedem Fall in diese Base reinkriege. Das klappt auch. Und die Kollegen dabei, das dabei. Oh, da fliegen sie schon durch die Gegend. Okay, alles klar. Und nichts in der Clanburg, so wie ich das gerade so mal vernehme. Dann können wir... Oh, doch. Oh, shit.
Eieieiei, doch so ein Dicker da in der Clanburg. Ich glaube, da brauche ich noch ein, zwei Magier dahinter, oder? Ich habe immer Angst. Ich habe immer ein bisschen Schiss vor dem Elektrodrachen. Allerdings ist er jetzt auch schon. Jetzt ist er schon weg, okay. Queen springt nochmal. Muss ich jetzt aber zünden. Ich muss die Queen jetzt zünden. Gegnerische Queen ist weg. CB ist weg. Wir haben eine Luftabwehr gepackt. Okay. Wo steht jetzt unser Feger? Der steht nach da. Dann können wir. Ich muss jetzt mal mit dem. Mit den Luftpartien rein. Einige fragen auch, Toto, warum nimmst du immer die Ballons davor rein? Das liegt einfach daran, dass die Hunde hier einfach immer ein bisschen schneller sind als die Ballons. Und die Hunde überholen in jedem Fall die Ballons hier. Einmal nach da. So, hier unten. Leute, nicht vergessen, das Clean-up zu machen hier. Komm, da muss das jetzt noch ein bisschen weitergehen. Einmal da rein. Komm, 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 komm. Gut, gut, gut. Also das muss ich immer noch ein bisschen üben hier mit dem etwas kleineren RH. Ihr habt das ja gesehen. Da kommt das Killscode nicht ganz so weit, weil meine. Ah, ich muss. Ja, da könnte es vielleicht Sinn machen, das Ganze dann zu pimpen. Also, wo ich meine Potion einwerfen, zumindest für ein CK, die packe ich wieder nicht ganz. Ne? Da fehlt wieder ein bisschen was. Jetzt ist hier unten ein bisschen zu viel Schaden drauf. Ist denn da überhaupt noch ein bisschen was vielleicht am dunklen Port für mich? Oh ja, da. Da, dank dem Lakaien hier. Ah, okay, Cleanup habe ich rechtzeitig gesetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt fliegen die hier auch ganz hin. Aber irgendeiner wird ja jetzt. Ah, da ist der Welpe schon drauf auf dem King. Denn die lassen sich auch gerne mal ablenken. Aber den dicken Topf kriegen wir noch hier. Und damit habe ich so ziemlich viel Dunkles. Ja, naja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben, Leute. Da fehlt jetzt nur noch ein bisschen das aus der Clanburg und aus dem Rathaus. Das ist in Ordnung für mich. Passt so. Auf zwei Sachen wollte ich noch einmal hinweisen. Ich habe es heute wieder unter den Kommentaren gelesen für die Werbung, die auch hier geschaltet wird. Also ich schalte ja Werbung, aber ich bin nicht für den Inhalt verantwortlich. Also wenn dann vor meinen Videos, lass mich mal eben die Event-Armee nachbauen. Hier einmal die hier und dann kann ich auch euch auch gerade erzählen, warum ich gerade verrückt geworden wäre. 1, 2, 1, 2, das. Warum ich gerade verrückt geworden wäre. Und zwar war ich hier drin und habe die editiert. Ja, ich habe diese jetzt immer editiert. Und bin dann nicht auf Safe gegangen, sondern wollte Zauber auswählen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist mir fünfmal hintereinander passiert. Deswegen wäre ich eben fast verrückt geworden. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich bin nicht für den Inhalt der Werbung verantwortlich. Ich hoffe, ihr guckt am Mittwoch mit mir meinen Livestream. Denn wir wollen ja wieder ein bisschen was live machen. Es kann sein, dass ich ein bisschen eher abends online komme als 21 Uhr. Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber noch nicht ganz, ganz genau. Und ich hoffe, ihr macht das so wie ich hier. So, also ich habe jetzt heute, ich habe ein bisschen geboostet, aber nicht gepimpt. Auf das Pimpen wollte ich eigentlich nur darauf eingehen, dass es natürlich Sinn macht, wenn die Helden, so wie meine Helden hier, erstmal einen geraden Level haben, sodass du auch wirklich 5 hochgehen kannst. Ich meine, du gehst da in jedem Fall immer 5 hoch. Aber ich habe jetzt eine 15er Queen und einen 15er King, auch wenn ich sie gar nicht habe. Ich pimp sie dann halt mit einer Potion hoch im CK. Zweite Info noch, dann wird das Video jetzt noch mal ein kleines Stück länger. Der Clan hier ist voll, ich habe es auch in die Clan-Beschreibung reingeschrieben. Ihr braucht nicht mehr anschreiben oder reinkommen. Der Clan ist geschlossen. Wir bleiben auch bis nach der Liga geschlossen hier. Und denn die Stammspieler sollen hier die Liga spielen und nicht Gäste vorweg. Also nicht Gäste bevorzugt, sondern der Stamm soll hier natürlich nach Möglichkeit Liga spielen. Wenn ich jetzt jemanden reinhole von extern, ein Elfer, dann muss womöglich unten einer hier wegbleiben. Und das ist immer, ich glaube, da seid ihr mit mir d'accord, das ist immer nicht ganz so schick. Und ich habe gesehen, dass ich hier, ja, ich hatte mir das Ding hier voll gepumpt, beziehungsweise ich habe die 100 Millionen Gold aus meiner Clanburg geholt. Und damit holen wir uns hier die 5000 EP und die 500 Gems einmal ab. Dann können wir wieder ein bisschen was ausgeben und ich würde sagen, bleibt geschmeidig, habt einen schönen Feiertag morgen. Ja, so ist es, glaube ich. Ne? Ihr seht die Folge am Dienstag. Mittwoch ist der Feiertag. Bis dahin, euer Toto. Echt.